Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Doro von www.dorostempelt.com und ich bin im Moment im Kartenbastelfieber, weil wenn ich neue Produkte bekomme, das gebe ich zu, das erste, was ich mache, ist Karten damit basteln. Und ich möchte euch eine besondere Karte jetzt gleich zeigen, die ich gebastelt habe mit einem neuen Produktset. Und ja, am besten, ich zeige euch ganz einfach die Karte. Es ist eine besondere Art von Karte. Es ist nämlich diese Karte. Ich komme mal ein bisschen näher, damit ihr es so ein bisschen besser seht. Das ist eine einfache Drehkarte. Also es ist wirklich eine einfache Drehkarte. Der Clou ist, wenn ihr ein Geldgeschenk überreichen wollt, habt ihr hier eine Tasche, wo ihr halt mindestens einen Geldschein reinstecken könnt. Es passt auch noch mehr rein. Ja, und das ist das Design. Gemacht habe ich diese... und noch das Spezielle an dieser Karte. Ihr kennt bestimmt diese Drehkarten in diversen Varianten. Es gibt auch so doppelte Drehkarten, wo man noch hier mehr gefalzt hat. Diese Karte habe ich so berechnet, dass sie in diesen Umschlag, also in einen normalen Standardumschlag passt. Das heißt, wenn ihr das sozusagen mal per Post verschicken müsst, ist das kein Thema. Ihr könnt einen ganz normalen Briefumschlag nehmen, reinstecken, zumachen, verschicken. Das finde ich persönlich wirklich toll, weil die Drehkarten, die ich bisher immer dann nachgebastelt habe, die waren irgendwie für einen normalen Briefumschlag in der Regel zu groß, weil es meistens amerikanische Maße waren. Das ist jetzt tatsächlich eine für uns Standardkartenmaß. Ein Standardkartenmaß. Ja, ihr wisst, was ich meine. Gemacht habe ich diese Karte mit einem neuen Produktpaket. Und zwar, das Produktpaket heißt Tasche voller Sonnenschein. Das ist das Stempelset zu diesem Thema. Und dazu gibt es halt passende Framelights. Und lacht nicht, ich habe irgendwie die Hülle verloren. So sehen diese Framelights aus. Das heißt, ihr seht, man hat hier erstmal diese Tasche. Damit kann man die Geldscheine hier ausstanzen. Das ist ganz gut. Ne? Passt drauf. Der Kreis gehört nicht dazu. Die Sonnenbrille, die finde ich witzig. Also da kann man auch toll was mit Karten mitmachen. Hier diese kleinen Striche, das sind hier diese Sonnenstrahlen. Das kann man benutzen, um diese ganzen kleinen Sprüche auszustanzen. Dann hat man hier für diese kleinen runden Punkte etwas und natürlich auch für das Herz. Ne? Und hier, damit kann man sozusagen die Sonne ausstanzen. Also wirklich ein rundum gelungenes Paket. Das ist ein Kreis aus den Stickereien. Heißt das Set eigentlich wirklich Stickereien? Ich weiß das nie. Ja, ihr wisst hoffentlich, welches ich meine. Auf meinem Blog werde ich euch den richtigen Namen hoffentlich dann endlich mal sagen. Oder schreiben, weil irgendwie komme ich mit diesem... Ich liebe diese Framelights, aber irgendwie kann ich mir den Namen nie merken. Ihr könnt mir das natürlich auch ins Kommentar reinschreiben. Im Zweifel wisst ihr das nämlich besser als ich. So, das wären die Stempelsets und die Framelights. Als Farben habe ich benutzt Feige, Limette, Jeansblau und nicht doch Meeresgrün auch und Marineblau und auch noch hier Schiefergrau. Also ihr seht, ich habe viel benutzt. Dann habe ich ein neues Designerpapier benutzt. Das ist das Designerpapier im Block Farbenspiel. Und das ist wirklich wunderschön. Es kommt ungeleimt, das habt ihr bestimmt schon bei vielen gesehen. Vielleicht habt ihr das auch schon bei anderen gesehen, bei anderen Videos, dieses Designerpapier. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin verliebt. Das ist wirklich ein neues Designerpapier. Das finde ich persönlich richtig schön, weil man das richtig gut einsetzen kann. Also ich finde hier diese Jeans-Tasche in dem Jeansblau sieht genial aus, oder? So, den Rest habe ich selber gemacht, also selbst DSP gemacht. Das heißt, das Video wird wahrscheinlich wieder was länger, aber das seid ihr von mir ja gewöhnt. So, dann würde ich sagen, starten wir und wir fangen an, wie üblich, mit dem Cardstock.
Diesmal habe ich Flüsterweiß genommen und zwar normales Flüsterweiß. So, also ich habe weißen Cardstock benutzt. Ich bin gerade gestört worden, deswegen habe ich mal das Video angehalten und jetzt fange ich einfach nochmal neu an. So, den Cardstock, den ich benutzt habe, das ist jetzt ein etwas komisches Maß. Das sind 18 mal 14,85. So, den falzen wir jetzt. Auch bei, ich gebe zu, etwas komischen Werten. Aber gut, es ist einfach so. Die komischen Werte kommen im Endeffekt daher, dass ich das ja sozusagen zu einer normalen Standardkarte machen möchte. Deswegen komische Werte. So, und jetzt gucke ich mal, dass ich euch ranzoome. Nein, ranzoome, nicht wegzoome. Aber auch so, dass ihr dann alles noch seht. Wir legen die 18 cm Seite bei 7,2 cm an. So, und jetzt machen wir keine komplette Falz, sondern wir falzen von 0 runter bis zur 3. Okay, also bei 7,2 anlegen und von 0 nur runter falzen bis zur 3, also nur 3 cm falzen. So, und dann gehen wir weiter zur 10,8. So, und wir haben hier ja das noch auf der 3 liegen, also ich zumindest. Und jetzt falze ich einfach einmal hoch. Das heißt, ihr habt bei der 7,2 und bei der 10,8 jeweils eine Falz von 3 cm runter gemacht. Dann drehen wir uns den Cardstock und wiederholen das Ganze nochmal. Also anlegen bei der 7,2 und falzen von 0 bis zur 3. Anlegen bei der 10,8. Und falzen von 3 hoch zur 0. So, das wären die Falzen, die wir gezogen haben. Jetzt wird geschnitten. So. Und zwar legen wir jetzt an. Weiterhin die 18 cm Seite bei der 3,6. Und falzen. Nein, wir schneiden von der runter von der 3 auf die, ja, das sind so 11,6. Okay, ein erster Schnitt. So, dann drehen wir uns den Cardstock um, legen wieder bei der 3,6 an und schneiden wieder runter von der 3. Bis zur 11,6. So. Und jetzt legen wir das erste Mal die 14 cm Seite an, also 14,85 cm an. Die legen wir bei der 3 an, also hier hinten, ne, damit ihr hier die Auflagefläche nutzt. Ich hoffe auch, dass ihr wirklich alles seht, was ich hier mache. Ich glaube nämlich nicht. Oh Gott. So. Ich hoffe, ihr habt zumindest gesehen, ansatzweise, dass ich bei der 3,6 angelegt habe und von der 3 runtergeschnitten habe auf die 11,6. Das sieht jetzt im Moment so aus. Okay? Ich hoffe, das seht ihr jetzt. So, jetzt lege ich bei der 3 an und verbinde die Falzen mit den Schnitten. Das heißt, ich gehe jetzt hier zur 3,6 ungefähr. Und ungefähr meine ich, ich versuche nämlich immer die Ecken noch nicht so hundertprozentig zu schneiden. Und gehe runter bis zur 7,2. Das war ja ungefähr da, wo wir angelegt haben. So, und jetzt konnte ich sehen, dass da die Ecke noch geschnitten werden kann. So. Und jetzt gehe ich hier runter auf die und verbinde hier diese. Ihr seht, ich mache das ziemlich langsam, damit so. Und das gleiche mache ich auf dieser Seite wieder. Ich lege bei der 3 an und fange hier bei der 3,6 an.
gehe runter bis zu 7,2 ungefähr. So, und wenn ich das einmal gemacht habe, dann sehe ich auch, ob ich die Ecken noch machen muss. Ja, da habe ich ein bisschen. Dann gehe ich hier zu der Falz. Die ist ja ungefähr bei 10, die ist bei 10,8 und ziehe dann runter. Das habe ich euch, glaube ich, eben nicht gesagt. So. Jetzt sehe ich zum Beispiel, dass ich hier, deswegen lege ich nochmal neu bei der 3,6 an, diese Ecke noch ein bisschen und diese Ecke noch ein bisschen, Millimeter. So, hier gucke ich jetzt mal. Da muss ich auch nochmal. Das heißt, ich lege nochmal bei der 3,6 an. Also ich mache das sehr langsam und vorsichtig, wie ihr seht, damit ich mir nicht unnötig, sage ich mal, Schnitte in das Papier fabriziere. Ich hoffe, es ist mir jetzt auch gelungen. So, so sieht die Karte dann jetzt erstmal aus. Das heißt, ich erkläre es nochmal. Ich habe angelegt bei der 7,2. Erste Falz gemacht von 0 bis 3. Geschnitten habe ich von 3 bis zu 11,6. Angelegt habe ich hier bei 3,6. Das war dieser lange Schnitt. Hier unten habe ich die Falzen ebenso gezogen wie oben. Also einmal bei der 7,2, einmal bei der 10,8. Und seitlich wieder diesen Schnitt von der 3 bis zur 11,6, angelegt bei der 3,6. Das heißt, hier habt ihr einen Rand von 3,6. Und dann habt ihr noch an der kurzen Seite jeweils geschnitten von der Ecke des ersten Schnittes, den ihr gemacht habt, bis zur ersten Falz jeweils. Und so sieht das dann aus. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. So. Und jetzt könnt ihr eure Ziehharmonika falzen und habt sozusagen den ersten Teil eurer Karte schon fertig. So, ich werde auf meinem Blog ein Schnittmuster veröffentlichen. Das habe ich mir jetzt gerade vorgenommen. Das habe ich zwar noch nicht erstellt, deswegen kann es sein, dass der Blogbeitrag dann ein bisschen länger dauert, weil mein Muster, da hatte ich mich nämlich verschnitten, wie ihr seht, ne? Brav verschnitten, volle Kanne. War aber ja auch mein Ausprobiermuster. Also vor dem Hintergrund war ich da jetzt nicht so traurig, dass ich mich da so verschnitten habe. Shit happens, ne? So, das ist die Basis. Nun fangen wir an, die Tasche am besten zu machen, weil ich denke, das ist so noch das Interessanteste an der Sache. So, das heißt, ich nehme mir ein Stück Designerpapier und ich habe schon mal ausprobiert, wie man am besten die Framelands drauflegt. Das zeige ich euch jetzt mal. Ihr könnt aus diesem Papier auf jeden Fall zwei von diesen Taschen machen. Das ist unproblematisch möglich, wie ihr hier seht. Hier ist übrigens noch die zweite ausgestanzte. Nur für das Video muss ich ehrlich sagen, da muss ich mich zu sehr drüber beugen, um zu stempeln. Das nutze ich einfach nochmal für eine andere Karte, die ich in die Richtung mache. So, jetzt nehme ich mir hier die Stempel. Das war die Umrandung. Ich kämpfe mal wieder. Sieht so aus. Ne? Und ihr kennt den Trick. Drauffallen lassen. Stempelblock nehmen. Aufnehmen. So. Und jetzt nehme ich als Kontrast die Farbe Marineblau. Hat gut gegangen. So. Ich nehme Farbe auf. Irgendwie. Na ja, gut. So, und stempel hier oben in die Ecke mit ein bisschen Abstand meine Umrandung. So, das sieht man jetzt noch nicht so hundertprozentig. So, jetzt nehme ich mir hier den geraden Strich, weil der gefällt mir für diese Machart im Moment einfach besser. So, ich habe jetzt einfach mal den großen. Ich hoffe, dass das auch funktioniert. So, um gerade aufzulegen, gerade hinlegen. Mittig.
jetzt nehme ich mir wieder Marineblau als Stempelfarbe und stempel das hier so in den oberen Bereich. Marineblau brauche ich nicht mehr. So sieht das jetzt aus. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Jetzt nehme ich mir ein Rest Schiefergrau, den kleinen Block und diesmal nehme ich mal hier als Kontrast diesen etwas nietenförmigeren Stempel, Stempelfarbe in Schiefergrau. Ich nehme mir Stempelfarbe auf und mache mir Nummer 1 und Nummer 2 hier so drauf. Die werden gleich ausgestanzt. Schiefergrau brauche ich auch nicht mehr. So. Damit bin ich jetzt fertig. Jetzt habe ich, und dadurch, dass ich schon vorgeschnitten habe, bin ich jetzt etwas durcheinander. Wenn ihr schneidet, müsst ihr euch noch folgende Sachen zuschneiden. Zwei Mattungen in dem Maßen 3,1 mal 14,45, ne? Ja, also 3, so, das sind nicht 3,1, das sind 2,4. Moment, jetzt muss ich gerade noch mal. Also zurück, es sind nicht 3,1, es sind 3,4 mal 14,45. Zwei Stücke. Dann zwei Stücke in Flüsterweiß in dem Maßen 3,1 mal 14,04. Das sind diese zwei Stücke. Das braucht ihr gleich für die Seiten. Entschuldigt, ich bin ein bisschen durcheinander. Ja, Daumen runter, Daumen runter. Egal. So, wir machen jetzt auf jeden Fall die Seitenteile. Die habe ich ja selbst gestaltet. Dafür brauche ich jetzt erstmal ein Schmierpapier und ich brauche jetzt ziemlich viele von diesen kleinen Stempeln hier drin. Und zwar gibt es hier einige kleine Stempel drin, die, ich drehe es um, dann kann man es besser sehen. Hurra! Für dich und Hallo und das kleine Herz. So, und die werde ich jetzt im Endeffekt auch alle benutzen in unterschiedlichen Farben. So, ich fange jetzt einfach hier mit dem Hurra an. Das ist relativ egal, mit welchem ich anfange. So. So, wir fangen mit der Farbe Jeans Blau an. Und jetzt gehe ich hin und stempel mir das Hurra wild verteilt auf diesen Streifen. Dann nehme ich mir das Hallo. Und jetzt nehme ich mir Farbe Meeresgrün. Die finde ich richtig schön passend. Na. So, und jetzt kommt hier überall ein Hallo noch dazwischen. So, und zum Schluss nehme ich das für dich. Das stempel ich in die Mitte. Also zum Schluss von den Sprüchen. Weil ganz zum Schluss kommt das Herz drauf. Und ich finde, das kann man sowohl für einen Mann als auch für ein Mädel so machen. Das ist jetzt, sage ich mal, eine, ach ja, ich finde eine neutrale Karte. So, und jetzt nehme ich mir tatsächlich noch das kleine Herz und die Stempelfarbe Feige. Und jetzt setze ich in Feige noch kleine Herzen überall so dazwischen.
haben wir auf jeden Fall diese beiden Streifen gestaltet. Die kommen zur Seite. Und jetzt braucht ihr noch ein Rest Flüsterweiß. Und zwar für den Spruch. Hier habe ich ja ein bisschen Taschengeld drauf gemacht. Auf diese Karte. Und jetzt entscheide ich mich für den Spruch, pack die Tasche. Ziehe mir den auf den Acrylblock. Nehme Feige auf, weil ich möchte auch diesen Spruch in Feige stempeln. Und stempel mir den hier so in die Ecke. Und jetzt sind wir mit dem Stempeln tatsächlich fertig. Das heißt, wir können die Stempelfarbe zur Seite legen. Und jetzt stanze ich mir erstmal diesen Spruch aus mit der 1/3 Zoll Kreisstanze. Zack. Dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr es macht oder nicht. Da ist ja jeder anders. Hier zum Beispiel habe ich mir den Rand tatsächlich leicht geinkt, weil ich das ehrlich gesagt vom Übergang her schöner finde. Könnt ihr machen, müsst ihr aber nicht. Ich mache es aber jetzt ehrlich gesagt, weil ich das irgendwie harmonischer finde. Das heißt, ich nehme mir ein Fingerschwämmchen und da habe ich mir jetzt schon Feige draufgeklebt. Das heißt, das ist mein Fingerschwämmchen Feige und inke hier brav die Ränder. So, ich nehme mir jetzt ein Stück Feige, diesen Framelit-Kreis aus den Stickereien. Das ist, glaube ich, der zweitgrößte, glaube ich zumindest. Müsst ihr schauen. Jage das durch die Big Shot, dann gehe ich hin und jage auch dies durch die Big Shot, und zwar mit diesem Framelight. Das könnt ihr hier gut mit der Magnetplatte auflegen. Und die kleinen Punkte, die ich auf Schiefergrau gestempelt habe, die werden hier mit diesem Framelight ausgestanzt. Wie üblich, kennt ihr ja, ne? Big Shot kann ich euch nicht zeigen. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss! So, da bin ich wieder. Es hat alles geklappt. So sehen die Teile aus. Das heißt, hier seht ihr jetzt, ne, die Tasche. Und hier sind auch Falzlinien vorgeprägt. Die ziehen wir jetzt erstmal als erstes vorsichtig nach. Wundert euch nicht, die Stege sind recht klein. So, so sieht das dann jetzt aus. Hier sind die beiden kleinen Nieten. Und jetzt kommt die Grundkarte. Und jetzt brauchen wir den Tombow als erstes, um erstmal die Tasche aufzukleben. Das macht ihr tatsächlich am besten mit Tombow, weil das doppelseitige Klebeband ist zu breit. Also zumindest das von Stamping Up. So, das heißt, ihr macht jetzt so ein bisschen Tombow drauf. Und klebt jetzt die Tasche ziemlich weit unten einfach auf dieses Viereck. So. Und drückt es einfach an. Ah, ich hätte eine Idee, noch weiter nach oben gehen können. Hilfe. Shit, was habe ich denn jetzt gemacht? Naja, gut. So. Okay, sie ist jetzt fürchterlich leicht schief. Ah, ist egal. Taschen dürfen auch leicht schief sein, oder? So, schön andrücken. Ach so, deswegen. So. Okay. Dann brauchen wir den Präzisionskleber. Also ohne kriege ich das nicht hin. Ich brauche tatsächlich diesen Präzisionskleber dafür. Und dann mache ich mir hier an dieser Ecke einen kleinen Stippel. Wenn ihr eine Pinzette griffbereit habt, nehmt die Pinzette. Ich mache es wie üblich mit den Fingern, weil ich die Pinzette irgendwie nie griffbereit habe. So, und den zweiten hier an diese Ecke.
und vorsichtig anziehen lassen. Gut. So, das trocknet jetzt vorsichtig. Jetzt nehme ich mir den Spruch, den ich eben ausgestanzt habe. Glue Dots. Und mache wie üblich in den unteren Bereich mir ein. Oh, da habe ich geschmiert. Muss ich mir vielleicht gleich was überlegen, ne? Oder zwei Glue Dots. Silbergarn. Dann wickel ich mir das wie üblich um die Hände. Bin ich überhaupt im Bild? Oh Gott. Ich wiederhole mich. Ich bin umgezogen mit meinem gesamten Equipment. So, knuddel mir das so ein bisschen zusammen und leg das hier unten so hin. Dann nehme ich mir Dimensionals und halbiere mir mal wieder zwei und klebe hier sozusagen den Spruch mit Dimensionals, den ausgestanzten Kreis in Feige. Möglichst mittig. Und das klebe ich auch noch mal mit Dimensionals. Dann klebe ich mir den Spruch einfach hier so mittig drauf. Jetzt kommen noch rechts und links die Mattungen drauf. So, und fertig ist die Karte. So sehen die beiden Karten aus. Wie gesagt, hier ist die Tasche tatsächlich gerade drauf geklebt. Hier ist sie leicht schief geraten. Okay, shit happens. Ich hoffe, ihr findet diese Idee schön. Hier auf der Rückseite könnt ihr dann was draufschreiben. Ihr könnt natürlich auch noch was draufkleben und dann draufschreiben. Also ich würde wahrscheinlich noch mal Jeans blau und dann weiß drüber kleben. Ich schreibe ungern direkt auf Karten, das gebe ich ganz ehrlich zu. Ich habe immer Angst, dass ich mich verschreibe. Aber das bleibt euch überlassen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Alle Maße, die ihr benötigt für diese Karte, findet ihr auf meinem Blog, der da lautet www.dorostempelt.com. Ich werde euch auch ein Schnittmuster aufstellen, also auf per Foto hochladen. Es würde mich freuen, wenn ihr mich auf meinem Blog besuchen würdet. Über einen Daumen hoch hier bei YouTube freue ich mich natürlich immer. Und ja, bis zum nächsten Video wünsche ich euch eine schöne Zeit. Tschüss, eure Doro.